Na, ihr kleinen Affen, willkommen zum letzten Urlaubstag auf Jersey. Ja, wie ihr seht, bin ich nicht mehr da. Und zwar schon eine ganze Weile. Wollte ich aber trotzdem von dem letzten Tag noch berichten. Und mache das deswegen von hier aus. Und zwar haben wir den letzten Tag so angefangen, indem wir eine kleine Bootstour gemacht haben, sind einmal südlich nochmal bis zu dem Leuchtturm gefahren und haben uns vom Meer aus so die Küste ein bisschen angeguckt, sind dann so eine Schleife wieder zurückgefahren. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head and trees hang in the air. Gulls in the sky and in my blue eyes, you know. Achso, ja, und dann, Achtung, Achtung, das zeige ich euch jetzt mal hintereinander weg, die drei kleinen Stops, die wir noch gemacht haben. Naja, der erste, das war, wir haben halt Mittag gegessen bei uns noch in der Stadt und da war so ein, Stadtfest, so ein Streetfood-Festival, so irgendwie. Naja, ich habe ja ein paar Szenen aufgenommen, ihr werdet ja sehen, wie es aussieht. Danach dann ging es gleich weiter zur Glass Church. Die heißt so, weil der Erbauer oder Künstler hat da
ziemlich viel von dem Innenläden, auch Innenleben, nicht Innenläden, aus Glas gebaut. Und ja, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ich finde, die sah etwas amerikanisch aus von innen. Ja, und dann, nachdem wir bei der Kirche waren, haben wir uns noch so Dolmen angeguckt. Weiß nicht, ob ich das was sage. Dolmen sind so Steingebilde. Am ehesten vielleicht mit Stonehenge zu vergleichen. Das ist wohl das bekannteste. Und ja, da gab es eins, das erste, da, das war unterirdisch, unter einem Hügel, wo oben drauf eine Kirche steht. Da ging so ein Pfad ringsrum auf die Kirche hoch und unten konntest du halt in so eine Höhle rein. Und da wurde das Ganze dann mit den Steinen gestützt. Ja, und dann sind wir nochmal ein kleines Stück weitergefahren zu einem anderen Dolmen. Der stand dann frei auf so einem Acker oder zwischen ein paar Bäumen. Ja, und das sah dann schon mal ein bisschen anders aus. Und kurz danach haben wir noch... muss mal gucken, habe ich davon was aufgenommen? Eine ganz kurze Szene, wo wir noch wo wir noch mal eine Aussicht genossen haben auf diese Burg, wo wir schon mal waren. Ja, einfach so hat die Reiseleitung gesagt, ich kenne noch eine geheime Stelle hier um die Ecke laufen und dann hat man einen wunderschönen Panoramablick und den haben wir uns angeguckt. Ich sehe hier irgendwie, habe ich noch... Ah, irgendwo haben wir noch kurz an so einer Küste angehalten. Weiß ich allerdings nicht mehr, wo das war. Aber sehen tut er das jetzt trotzdem nicht. So, das kommt jetzt hintereinander weg. Viel Spaß. Thank you.
Ja, den 10 ältesten Baumwolle. Ups. I play the white keys. The night falls to hush the voice. Purple flowers, shadows and turquoise. My satellite circles your sun, finding answers in the white noise. Waking up is beautiful. Speechless, you wear my shirt and just a devil's smile, bringing Mars closer to Venus. Late at night, I watch you sleep. You saved my life when no one believed. You gave up diamonds for Rolling Stone. Now I know what it means to be home. Waking up is beautiful. Und das war es dann auch gewesen mit dem ganzen Urlaub von Jersey. Ich zeige euch jetzt noch was von der Fahrt auf der Fähre. Zwischendurch schon mal ein paar Fotos noch. Und ja, dann sehen wir uns irgendwann mal wieder. Nein, nicht irgendwann, wahrscheinlich nächste Woche. Wenn ich ein neues Video zusammenschneide, da freue ich mich eigentlich schon drauf. Aber es ist eine kleine Überraschung. Ihr werdet sehen. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. And I wonder, girl, I wonder, why is me that you choose?